am Telefon. Du warst nicht zu erreichen, ich wunderte mich schon. Die E-Mail kam zurück, auch Faxen, das ging schief. Da dachte ich mir, jetzt schreibst du mal wie früher einen Brief. Hab keinerlei Erfahrung mehr mit dieser Schneckenpost. Ihr werden sie geholfen, was hat ihr noch im Kopf? Na gut, das dauert länger, das war mir schon mal klar. Nach einer langen Woche war der Brief dann wieder da. Unbekannt verzogen, der Sonne hinterher, den Träumen nachgeflogen und mir bleibt hier nichts mehr. Unbekannt verzogen, beginne zu verstehen, du suchst den Regenbogen und nun meinst du, du kannst so einfach gehen. Ich fuhr zu deiner Wohnung, ein Nachbar machte auf. Gab mir einen Zettel mit ner Nachricht für mich drauf. Du wolltest mir nicht wehtun, aber eines sei dir klar: Wenn du dieses Mal nicht gehen kannst, dann bleibst du für immer da. Das darf ja wohl nicht wahr sein, was mach ich ohne dich? Die Zukunft ist im Eimer, ich friere innerlich. Du fehlst mir wie verrückt, denn wir haben uns mal geliebt. In meiner Hand der Zettel, das ist alles, was mir von dir blieb. Unbekannt verzogen, der Sonne hinterher, den Träumen nachgeflogen und mir bleibt hier nichts mehr. Unbekannt verzogen, beginne zu verstehen, du suchst den Regenbogen und nun meinst du, du kannst so einfach gehen. Ich werde dich nicht suchen, das wäre dir auch nicht recht. Werd's nicht einmal versuchen, auch wenn ich's gerne möcht. Unbekannt verzogen, der Sonne hinterher, den Träumen nachgeflogen und mir bleibt hier nichts mehr. Unbekannt verzogen, beginne zu verstehen, du suchst den Regenbogen und nun meinst du,